Hallo Tulumond und willkommen zurück zu unserer F1 2020 Karriere. Wir sind heute in Baku / Aserbaidschan unterwegs mit dem Blitz Qualifying und dem Hauptrennen. Und ich kann mich hier nicht auf Reden und Fahren gleichzeitig konzentrieren. Das heißt, ich halte jetzt lieber mal meinen Mund und wir sehen uns dann am Ende der Runde wieder. Okay, nee. Da bin ich jetzt mal so frei und starte die Session neu. Weil ich kann mich nicht auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren. Vielleicht nehmen wir doch die Supersoft-Reifen mit. Nach den ersten beiden Sektoren auf Platz 1 weiterhin. Ich frage mich ehrlich, wo das herkommt. Beim Training waren wir auf Platz 14 am Ende, glaube ich. Da bin ich eine Hotlap gefahren. Mit dem gleichen Setup. Vielleicht liegt das an der Bremskraftverteilung, dass ich die zwei Klicks weiter nach hinten gestellt habe. Und ich habe den neuen Helm dabei. Und ich hatte im Training hatte ich KI 73. Und jetzt habe ich es halt einen Klick runtergestellt. Weil ich finde, jeder soll mit den Einstellungen fahren, wie es ihm am meisten Spaß macht. Und wie man selber auch damit am besten klarkommt. Also wenn du ganz weit hinten rumfahren willst, dann stell die KI auf 100. Und wenn du halt immer gewinnen willst, so doof sich das anhört, dann stell halt die KI auf 0. In der Rangliste führen wir das Ganze jetzt an vor Matsushita und Schumacher. Wir haben 22 Punkte Vorsprung. Ich würde vorschlagen fürs KI, genau. Fürs Sprint Haupt... Oh mein Gott. Fürs Hauptrennen machen wir die KI hoch. Setup können wir ändern. Ne, das passt eigentlich. Ich habe mich wohl gefühlt. Let's go. Okay, wie war das Losfahren? Du wirst beim Start etwas mehr Grip haben. Aber jetzt müssen wir die Reifen ordentlich aufwärmen. Vergiss nicht, auch die Bremsen aufzuwärmen. Ich würde vorschlagen, für die Burnouts machen wir die Traktionskontrolle auf Mittel.
Wird es Zeit gleich für 5 Burnouts? Die restlichen Fahrer nehmen ihre Position. Guter Start. Ich habe keine Ahnung, wann ich bremsen muss. Für Turn 1 danach schon. Und wer genau war da schuld? Er kriegt einen schlechten. Okay. Weiß ich nicht. Also da gebe ich mir jetzt mal nicht die Schuld. Oh nee, Matsushita hat eine 2 Sekunden Strafe. Nee, sorry. Egal. Gott, ich habe jedes Mal so Angst, wenn ich hier durchfahre. Ich meine, das ist mein erstes Rennen auf dieser Strecke. Und das dann gleich für YouTube zu machen. Huiuiui. Kann ich mir auch angenehmeres vorstellen und eile das vorbei. Ja, da hätten wir reingehen können, aber ganz ehrlich, nee. Ach du Scheiße, wir sind auf den Geraden maßlos unterlegen. Oh Gott, ich habe mich verbremst. Sorry, Eilert. Ich lasse dich vorbei. Das war nicht einfach, das war einfach nur. Hinten radern gerade Matsushita und Hubert. Wir vielleicht ein bisschen mutig auf der Bremse gegen Eilert in die nächste Kurve hinein. Er gibt uns den Platz. Kleiner Kontakt da. Wir geben ihm auch wieder den Platz. Er geht über den Curb. Wir bleiben ganz an der Wand. Oh, und verbremsen uns. In die nächste Kurve direkt hinein. Geben ihm aber nicht die Chance zum Switchback hier. Bremsen ihn förmlich aus und Matsushita ist wieder dran. Ja, wir werden gefressen auf der Gerade. Oh mein Gott, Crash, 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 Crash! Drag Reduction System oder DRS öffnet eine Crash. Ich hab's nur im Rückspiegel gesehen, wie einer abgeflogen ist. Matsushita. Matsushita jetzt. Der hat einen Wahnsinnsgeschwindigkeitsüberschuss. Will ausscheren und verliert dann den Wagen. Da sieht man ihn vorne wegschlingern. Ja, dadurch, dass ich jetzt so schnell reagiert habe, ist Eilert wahrscheinlich auch von da vorne in diesem Rennen. Oh Gott. Komm, Joe, stell dich doch nicht hinten an, Mann. Ich lass dich doch extra vorbei. Oh. Ich bin ganz komisch da verteidigt. Nee, ich fahr viel zu dirty. Also ich berühre jede Wand. Ach Gottchen. Vielleicht mit einer mutigen Dive-Bomb ein bisschen. Immer in die eine Position haben wir wieder. Oh Gott. Wo geht der innen rein? An Stellen, wo ich niemals dran denken würde, innen rein zu gehen. Okay. Rippfrontflügel. Oh nein. Wie kaputt ist unser Frontflügel? Okay. Das ist natürlich eine Antwort auf die Frage, oh Gott. Gibt es die schnellste Runde hier in der Formel 2 eigentlich auch außerhalb der Top 10? Da rast er vorbei in den SS, es tut mir leid. Das hat ganz schön gekracht, alles okay?
Das ist 1:1 das Szenario. Was mir beim Üben im Zeitfahren auch passiert ist. Ich fahre jetzt von zu weit innen an. Meistens habe ich dann innen die Wand noch hier getatscht. Bin richtig abgestoßen worden, außen in die Wand eingeschlagen und habe mich dann in die Wand reingedreht. Es ist Zeit für die wohlverdienten Feierlichkeiten. Es mag eines der neueren Teams in der Formel 2 sein, aber Charus hat mit seinem Sieg gezeigt, dass es ein ernstzunehmender Gegner ist. Das hat das Team wirklich gut gemacht. Das sind wahrscheinlich die drei hier, die da mit in den Crash verwickelt waren. In der Rangliste sind wir weiterhin Erster, nur noch 5 Punkte vor Callum Eilert. Genau. Das war's dann auch schon wieder von mir für heute. Lasst gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder beim Sprintrennen von Aserbaidschan. Aber jetzt erstmal au revoir.